Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Project Cars. Es ist leicht bewirkt hier im Qualifying auf einer Strecke, die mir bis dato völlig unbekannt war. Und wir gehen nochmal direkt raus. Müssen attackieren. Jetzt im Qualifying natürlich. Also 1,6 Sekunden habe ich mitgenommen. Aus dem Training eigentlich noch, weil ich habe es ja zu Ende simuliert. Wird jetzt hier nicht der Fall sein. Wir haben auch die 11 Liter Sprit jetzt drin, wie wir es letztes Mal wieder im Training eingeschränkt haben. Diesmal wird das abgespeichert. Ich würde einfach mal sagen, es geht los. Im Training haben so ein bisschen, die sich das jetzt nicht geguckt haben, oder weil das einfach schon länger her sich nicht angeguckt haben. Dann nochmal dazu gesagt, ich hau hier richtige Fahrfehler bei dem Spiel mittlerweile rein. Jetzt ist die Steuerung auch wieder normal. Ey, das ist unfassbar. Also, weiterhin viele Bugs auf dem Project Gas. Die Reifen müssen aber auf Temperatur werden. Oh Gott, wenn ich das gleich im Sprintrennen sehe. Ich sag nur, das letzte Rennen war ja auch Katastrophe. Das letzte Sprintrennen. Eigentlich auf einer Strecke, die ich kannte. Das kommt ja noch hinzu. Alter, jetzt riechen wir mal die Reifen hier warm, ey. So. Kann's ja hier nicht sein. Das ist auch wie bei Formel 1, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Sind die Reifen warm, kannst du super fahren. Sobald sie überhitzt oder kalt sind, ist das Katastrophe. Dann hast du wirklich null Grip und dann fliegst du wirklich überall ab. So. Aber Pole Position sollte drin sein. Ja. Also, mein Gott, das regt mich wieder so tierisch auf. Diese Fahrfehlerquote. So, Hinterräder sind warm. Gott sei Dank. Gott sei Dank, ein Problem weniger. Jetzt nur noch die Vorderräder und dann passt es wieder alles. So wie ich mir das grundsätzlich vorstelle. Alter, wohin bin ich denn nicht abgeflogen? Oder so extrem abgeflogen? So, ja, das ging jetzt auch wieder besser. Oder einfach mal wieder ein bisschen ruhiger werden. Das kann auch sein, dass ich zu hektisch wieder werde. So. Sektor 2 keine neue Bestzeit hingelegt. Schön am Rutschen. Reifen sind jetzt aber alle vier warm. Das war ein Millimeter dran vorbei. Alter, das gibt es nicht. Da bin ich im Training nicht einmal dagegen gefahren und jetzt im Qualifying, batsch! Ja, ich habe Ärger, dass ich hier auch mal dagegen fahre. Ja gut, die Runde war natürlich gar nichts. Ist mir durchaus bewusst. Und jetzt, warum untersteuerst du jetzt schon? Das verhält sich schon komplett anders. Also vorhin war es ja diesig, da habe ich mich deutlich wohler gefühlt. Jetzt ist es leicht bewölkt, Streckentemperatur ist gestiegen, alle Reifen sind warm. Und das Au und das Kart, das fühlt sich wieder so dermaßen scheiße an. Also wirklich, je nach Wetterlage schafft es dieses Spiel, mich zur Weißglut zu bringen. Naja. Und sowas finde ich jetzt nicht schön. Ihr habt was zum Lachen. Und ich bin am Ragen, was man von mir eigentlich weniger gewohnt ist. Beziehungsweise ich bin meistens dann immer mehr am Meckern über mich selber. Wegen sowas. Und der hat mir schon wieder die Lenkrad-Einstellungen vor. Was ist denn das? Ja, doch nicht. Aber das Gefühl habe ich schon wieder so gehabt. Dass er mir wieder die Lenkrad-Einstellungen verhauen hat. So, 1,10,7. Ey, jetzt komm, ey, das kannst du hier nicht sein. Komm doch rum. Du blöde Karre, ey. So. Fahren wir mal ein bisschen hier auf Sicherheit. Vielleicht reicht das ja schon. Einfach mal auf Sicherheit. Einfach. Ich habe vorhin noch gesagt, vielleicht mal ein bisschen ruhiger fahren. Vielleicht bin ich auch zu aggressiv mit dem Gas, mit dem Einlenken gerade.
dass das deswegen nicht funktioniert, aber die Zeit, ey. Die ganze Kosten in die Tonne treten. Ja gut, ich habe mich mit dem Sektorblatt gedreht, ne? Ja, 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 hier. An dem Ding hier. Ja, und schon sind wir 5 Sekunden schneller. Ja. Das war das Ich bin zu hektisch geworden. Ja. Also, man muss bei dem Spiel wirklich ruhig bleiben. Die Geduld bewahren. Ja. Also hier ein bisschen zu viel Gas geben ist schon kritisch. Genau wie bei Formel 1 mittlerweile. Und da habe ich einfach kein Gefühl für. Und wenn das Kart auch noch jedes Mal so dermaßen wackelt, gerade mit dem Arsch, wie jetzt, gerade eben, dann fühle ich mich noch mehr unwohl. Und dieses Unwohlsein, das ist so ein ekelhaftiges Gefühl. Ja? So richtig ekelhaftig. Mhm. Bin ja mal gespannt, was nach der Supercar-Klasse kommt. Ich hoffe, was Besseres, wo das Auto mal nicht so unruhig wird, weil man es ein bisschen übers Limit fährt. Das sieht man auch, die Kurve hätte man auch besser nehmen können, aber da ist auf jeden Fall noch was drin. Gut, vielleicht reicht die Zeit ja auch für die Pole Position 1,5. Oder man bereitet sich jetzt eigentlich schon fürs Rennen, für die beiden Rennen vor. Indem man sagt, komm, die Zeit reicht. Vorhin war die KI 1,6 Sekunden langsamer. Dann sollte die Zeit ja auch wieder reichen. Und dann stellt man sich schon aufs Qualifying ein. Aufs Rennen, aufs Qualifying, da sind wir gerade. Ja, ich habe das Auto am Limit, ich habe das Auto übers Limit bewegt. Und übers Limit ist tödlich. 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 Und doch mal lieber einmal ein bisschen mehr vom Gas gehen. Und auf Sicherheit fahren. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich die Kurve bewerten soll. Die geht auf jeden Fall deutlich besser. Ja, Themen brauche ich noch gar nicht ansprechen. Wir sind gerade bei der Hälfte des Qualifyings. 6 Runden sind wir jetzt gefahren. 3 davon waren bis jetzt in Ordnung. Mit denen ich leben kann. Der Rest, den schmeißen wir mal getrost in die Tonne. Am 17. war ich laut. Doch, nee, war ich nicht langsam. Aber warum nur 7 steht, weiß ich nicht. Das waren nur 14. Aber wer kommt denn auf die Idee, so, auf so eine Strecke zu fahren? Ganz ehrlich. Die besten Runden habe ich auch letztes Mal erst in den beiden Rennen geknallt. War mittlerweile so eine Masche, dass ich im Rennen die Bestzeit raushole, dass ich schneller als im Qualifying fahre. Hat vielleicht auch was mit dem Sprit zu tun. Nummer 13 gefunden in der letzten Kurve. 2 Zehntel ungefähr. Und wieder habe ich Reifentemperaturprobleme. Ja, in der Welt der Formel 1, da ist eigentlich nur der Unfall mit Sergio Perez im Training passiert. Dann wisst ihr jetzt, wann ich das aufnehme. Die Folge hier. Die nehme ich nämlich am Freitag auf und am Montag muss... Nee, Donnerstag ist diese Folge online, genau. Das Training habe ich auch vorhin noch aufgenommen. Die kam am Sonntag raus. Genau so muss ich das sagen. Neue Bestzeit für Sektor 2. Nee, eigentlich nicht. Und ja... Ganz einfache Recherche, warum ich da jetzt nicht um die Kurve gekommen bin. Der Winkel hat nicht gepasst. Der Winkel zum Eingang hat nicht gepasst. Dann ging mir natürlich am Ende die Straße aus. Aber ich bin immer noch Erster. Von daher keine Panik auf der Titanic.
Also bis jetzt hatte ich nur ein Rennen wirklich große Probleme. Das war eigentlich nicht, das war das erste Rennen, wo wirklich nur ein Cup drin war. Das war das Einzige, was ich bis jetzt nicht gewonnen habe. Sonst habe ich bis jetzt ja alles gewonnen. Die ganzen Einladungsrennen mache ich ja wie gesagt nicht. Sondern stinknormal die Karriere, die auch nicht gerade kurz wird. Also es wird ein langes Projekt werden, ja. Also Project Cars wird lang, GTA wird lang. Das sind eigentlich jetzt drei Projekte, die ja, GTA kann auch noch ein Jahr dauern. Project Cars kann auch noch ein Jahr dauern. Und da muss ich mal schauen, was ich danach bringe. Auf jeden Fall möchte ich mich jetzt eigentlich auch mehr so auf Rennspiele fokussieren. Wie Project Cars zum Beispiel, GTA 5 einfach nur, ja. Weil GTA 5 muss man mal Let's Play haben. 1042, ja, 19. Jetzt läuft's wieder. Jetzt läuft's. Und da bin ich auch schon, ich glaube bei 50% habe ich jetzt ungefähr, ja. Also circa 50, also knapp die Hälfte und wir sind bei Part 60, glaube ich, 60 oder so um den Dreh. Ja, müsste sein, 60 ungefähr. Und ja, das wird auch, glaube ich, 150. Mich wird sogar 150 Parts werden bei GTA. Und bei Porsche Cars, ja, wir sind bei fast Part 30 und wir sind immer noch in der Supercar-Klasse. Das ist Stufe 2 von 8. Ja, und das ist ein Viertel. Und wenn ich das Ganze hochrechne, dann sind wir am Ende auch bei über 100 Parts. Also das sind durch, also Porsche Cars und GTA, das sind, bei GTA bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass wir die 100 knacken. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel jetzt bei Project Cars mal überlege, wenn wir jetzt wirklich noch knapp 100 Parts haben, dann sind das noch 25 Wochen. Und wir sind jetzt in Kalenderwoche 30 und 20 Wochen sind dann 80 voll, sind wir am Ende des Jahres. Also, dieses Projekt wird wahrscheinlich am Ende dieses Jahr noch nicht beendet. Formel 1 auch nicht und GTA auch nicht. Ja, also, Zeit für neue Projekte, kann ich euch jetzt schon mal sagen, die gibt es momentan noch einfach nicht. Obwohl wir haben erstmal Ende Juli. Ja, also man kann wirklich sagen, die zweite Jahreshälfte, die sind eigentlich drei Projekten gewidmet. Formel 1 2015 jetzt, das kam ja Anfang Juli raus. GTA 5. Ich glaube, das läuft jetzt aber auch schon. Boah, extrem lang. Und Porsche Cars. Ich weiß gar nicht, ob ich mal ein Projekt hatte, was wirklich über ein ganzes Jahr mich begleitet hat. Stronghold Crusader 2 war lang. War aber kein Jahr, also es hätte jetzt fast ein Jahr gefeiert, September. Dann wäre das Jahr komplett gewesen. Hab's aber vorher geschafft. War auch wieder ein Projekt mit über 100 Folgen. Also ich mache jetzt wirklich Projekte, wo wir wirklich an die 100 Folgen rankommen. Und das hat momentan, ich glaube Formel 1 hat 100 Folgen jetzt bei mir. Also die ganzen Formel 1 Teile, ja, also teilweise sogar 200 Folgen. 2014 hat es, glaube ich, sogar 200, knapp 200 Folgen. Und das sind Zahlen, da sage ich mir jetzt mal 200 Folgen, das 200 Mal auf diese Aufnahmetaste gedrückt. Obwohl nicht ganz, Training Folgen habe ich jetzt sagen, aber das ist extrem. Allein wenn ich schon diese, ich sehe, wie oft ich schon mit der Webcam aufgenommen habe, da sind wir auch schon dreistellig, da sind wir auch schon bei fast 600, glaube ich. Also 600 Mal ist diese Webcam schon zum Einsatz gekommen. Und ja, das ist krass, wie viel Zeit man in dieses Hobby investiert, aber das Hobby macht mir nach wie vor Spaß, keine Frage. Wenn ich zu meinen Eltern sage, ich nehme auf, wissen die, dass ich zocke, weil das ist das Aufnehmen ist. Ja. Das wissen sie mittlerweile und wie gesagt, meine Mutter sagt da gar nichts zu. Letztes Mal haben wir mich über die ganze Wohnung verteilt gehört, das war bei Rocket Leech. Auch meine Mutter meinte, was redest du denn da? Hat sie gedacht, ich habe gesagt, das ist Alltag mittlerweile, wenn man zockt. Und man selber fällt das gar nicht auf. Obwohl, ich habe mit dem Vater nochmal angerufen, also wirklich schlimme Wörter waren da nicht dabei. Aber bei meiner Mutter war das schon überrascht, ja. Naja, kann man nichts dran ändern. Heute Abend ist wieder hier Aufnahmetag, weil ich wieder einfach mal ein paar Folgen brauche. Weiß nicht, ob ich gleich noch mal ein Event mache, ob ich da noch mal ein Event dranhänge. Das weiß ich alles noch nicht.
Aber warum dann bin ich so ein Redefluss? Ja, ich hatte Frühschicht gehabt und diese Frühschicht hat mich eigentlich komplett umgehauen. Das können wir dann im Sprintrennen ja gleich erzählen. Also ich habe ja zwei Schichten, früh und spät, und die... Es ist knallhart, die Frühschicht macht mich fertig. Richtig fertig. Und die Spätschicht ist für mich, ja... ganz normal, also... You are the man. That's pole position. Lovely job. 1,7, ja. Also die andere Seite hat auch gereicht. Rede ich mal gleich über die Spät- und die Frühschicht jetzt bei dem Rennen hier. 10 Runden. So, komm. Scheiße. Okay, mate, this is the one you don't want to hear. Ja. You jumped the start. You've been given a 5-3 penalty. Ja, ja, passt schon. Scheiße. Ja, Durchfahrtsstrafe. Ah! Das war jetzt ein kleiner Konzentrationsfehler. Alter, wer hat mich von euch da angeschoben? Da hat mich irgendjemand angeschoben. Ja, ich weiß, wie ich falsch glaube. Aber dann sehen wir das auch mal, dass das Spiel auch mal Strafen verteilen kann. Na gut, jetzt wird das natürlich schwer mit Punkten. Weil das hier im Sprint brennt. Ja, jetzt können wir hier alles vergessen. Also, das war ja mal ein richtig kapitaler Fehlstart. Kann das Rennen wieder als Training benutzen. Also mir liegt diese Strecke auch nicht. Beziehungsweise mir liegt diese Strecke einfach nicht, wenn die Reifen kalt sind. Ja, passt. Und vor allem die erste Kurve fand ich so extrem kacke. Die haben, da hat mich irgendjemand von hinten auch angeschoben. Oh. Volles Rohr rein hier. Ja, also wenn ich das noch aufhole, dann ist es nochmal Weltklasse hier. Nur ich bezweifle, ja, die Boxe. Viel zu lang ist die Boxengasse. Viel zu lang. Ja, das Rennen ist gelaufen. Ah, wie das Rennen gelaufen ist, ha? Ja. Harte Strafe. Die berunden mich ja gleich, wenn das noch so weitergeht. Und die Reifen sind komischerweise warm. Boah. Ja. Gut, ich weiß nicht, wie viel der Vorsprung ist. Ah, 23 Sekunden. Ja, das können wir vergessen. Da muss ich ja jetzt richtig mich hier spurten. Da muss ich ja voll auf Risiko eigentlich fahren. Boah, ich fühle mich hier komplett unwohl wieder mal. So, einsames Rennen auf Position 12 und ich auf Position 1. Ja, also, wenn du mich umsehen willst, musst du mal das Klassement drehen, ja. Und musst du die Tabelle drehen, heißt ja der Spruch. Ja. Und das kannst du jetzt sogar wörtlich nehmen, ja. Ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat. Ich habe nicht auf die Bremse getreten. Ich habe Gas gegeben, weil ich gebe ja immer Gas. Und habe vergessen, auf die Bremse zu treten. Deswegen kam der Frühstart zustande. So, 21 Sekunden. Ja, da muss ich über 2 Sekunden aufholen. Das ist eigentlich, ja. Das ist irgendwo nicht realistisch. Und da Punkte gibt es ja eh erst Position 8. Deswegen, ja, ich muss jetzt hier volles Rohr pushen. Mir bleibt gar nichts anderes übrig. Ich muss wieder mal als Lektion nehmen und mal sich ins Gedächtnis rufen. Ah, hier muss auf der Bremse stehen. Das muss halt bei Formel 1 ja nicht. Ja. Da bleibst du einfach auf dem Gas und hier musst du die Bremse treten. Gut, beim fliegenden Skat ist es ja wohl was anderes. Da musst du hier auch nicht auf der Bremse stehen. Zeit wirklich nur im letzten Sektor raus, ey. Boah, du kannst den Körper nicht mitnehmen. Nee, jetzt kann ich das Rennen noch nicht mehr. Den 12. nehme ich jetzt mit. Eigener Dummheit nehme ich den jetzt echt mit. Weißt du, wie ich den Part schon nenne? Erster oder letzter? Und alle werden schreiben, ich bin Erster geworden. Obwohl, nach dem Training? Glaube ich nicht. Aber das haben wahrscheinlich die meisten schon vergessen. Also es gibt ja auch Strecken in der Formel, die liegen mir ja auch nicht. Weil da ist ja China-Ungarn, ja.
Und so ist das auch hier. Also es gibt einfach Strecken, die einem liegen, und es gibt Strecken, die liegen einem gar nicht. Und das ist hier zum Beispiel auch eine Strecke, die mir gar nicht liegt. Keine Ahnung warum, aber die liegt mir nicht. Vom Layout auch, diese schnellen Kurven, diese rechts, links. Das ist nicht meine Welt. Ja? Wo man dann wieder so penibel Millimeter fahren muss, damit man schnell um die Kurve ist. Ja, ich hole auch kaum Zeit auf, also. Dann haben wir vielleicht ein interessantes Hauptrennen. Und mal negative Schlagzeilen. Gott sei Dank. Also das kriege ich eigentlich hin. Das ist schon mal positiv zu vermerken. Aber wir müssen ja dann auch noch von 12 starten. Das Hauptrennen. Und da sehe ich ja dann auch wieder meine Probleme. Wo willst du hier überholen? Überholen sich hier auch als ja gut, hier kann man vielleicht reinstechen, aber dann geht ja am Ende der Kurve der Platz aus. Schwierig. Gut, eine Kurve gibt's vielleicht und die kommt jetzt gleich. Das ist ja die Haarnadel. Die jetzt gleich kommt. Der Körper ist auch extrem hoch, also die MotoGP bitte nicht fahren. Weil das auch nicht so wie eine MotoGP-Strecke ist. Sieht aber zumindest nicht aus. Also 1:03, glaube ich, fahre ich jetzt hier nicht. Nee. Ja, aber es reicht ja nicht. Es reicht ja nicht, da hole ich ja keine 20 Sekunden mit auf. Und das ist mein Problem. Ja. Du kannst jetzt hier noch die schnellsten Rennen unten links. Nein, das hilft dir alles nichts. Wenn du hier einen kapitalen Fehler schon am Start hinlegst. Ich sehe schon die Facepalms in den Kommentaren. Vielleicht sollte ich mal weniger kommentieren, mich für das Hauptrennen mal mehr auf die Strecke konzentrieren. Das ist auch eine Maßnahme. Die mir vielleicht so ein bisschen hilft, oder hilft, den Wagen auf der Strecke zu halten. Aber mein größtes Problem, was ich momentan wirklich habe, ich bin momentan extrem gewöhnt an den Formel-1-Wagen. Das ist einfach so. Und deswegen fällt mir Project Cars auch so schwierig. Deswegen sage ich auch jetzt mal, es ist so unheimlich schwer, so viele Spiele am absoluten Limit zu bewegen. Und ich schwitze hier gerade. Boah, das ist wieder so warm. Das bin ich gar nicht gewohnt. Ich hatte nicht die Aufregung gerade hier, keine Fehler mehr zu machen. So, Runde 7. 18 Sekunden, also das Tempo habe ich. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass ich hier chancenlos bin, so wie ich es am Anfang des Trainings dachte. Nur, es ist eigentlich das... Es ist mein schlechtestes Sprintrennen, was ich hier abgeliefert habe. Ja! Das würde ich auf jeden Fall sagen. Schon wieder zu weit raus. Das kostet nicht so viel Zeit. Ja, die KI ist extrem langsam im letzten Streckenabschnitt. Drei Runden. Gut, was bedeutet dieser Nuller für mich? Gut, es kommt natürlich darauf an, wo ist denn der direkte Konkurrent? Ja. Aber ich. Eigentlich bin ich da so gut wie durch, habe ich ja gesagt, wenn ich noch zwei Siege feiere. Also theoretisch müsste ich es eigentlich nur noch fast verwalten. Es gibt ja noch Pluspunkte für die schnellste Runde. 5 Bonuspunkte. Die können wir gleich eigentlich investieren. Das Hauptrennen, das muss besser werden. Ja. Wer hochsteigt, fällt tief. Kennt man vielleicht den Spruch? Und das war jetzt hier so der Fall. Ja, hochgestiegen und tief gefallen. Und das gleich mal in Kurve, nicht mal Kurve 1, ja.
Weil das Hauptrennen ist ja ein fliegender Skat. Ist ja kein Skat, ne? Also ich kann 1,4er Zeiten fahren, das ist echt nicht das Problem. Nur die Konstanz ist halt nicht drin, ne? Und so ein Querschkehr, der kostet sich doch mal so 7/8. Nur das natürlich hoch, also hier ist das wiederum viel. Also wenn die Boxengasse nicht so lang gewesen wäre, hätte man ja noch was rausgezogen, aber die ist zu lang hier. Also da verlierst du ja 20 Sekunden. Und 20 Sekunden ist zu viel. Wenn ich da nur 10 Sekunden verlieren würde, dann würde es noch gehen. Da wäre ich ja schon fast aufgeschlossen. Aber so? Keine Chance. Aber wie gesagt, selbstverschuldet, die Fahrfehlerquote, die wird immer höher. Die wird nicht weniger, die wird immer höher. Your lap time's a little bit inconsistent. Ja, genau. Focus on those braking markers. Stay sharp. You can do it. Es ist nicht die Bremspumpe, es ist die Beschleunigung hinten. Ja. Weil normalerweise ist man das bei mir auch nicht so wirklich gewohnt, dass bei mir so die Runden sind, so extrem schwanken, aber hier vielleicht soll ich die Kurve im dritten Gang fahren, vielleicht fühle ich mich da ein bisschen wohler mit. Aber die Körbchen sind doch alle recht hoch. Ja, der ist auch da hoch am Ausgang. Der hier nicht, der geht noch. Aber den kann man noch so wirklich fahren, aber hier der auch, der rechte, der ist auch extrem hoch. Also fast aufgeschlossen. Ja, 11 Sekunden. Ja, wie gesagt, 10 Sekunden, dann hätte es gepasst. Vielleicht lege ich nochmal eine 1,3 hin. Ja, eine 1,3. Das muss ich auch sagen, wir haben was gelernt. Und das ist das Wichtigste. Ich glaube, der Gerd war der direkte Konkurrent. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Nein, der hat auch gewonnen. Jetzt, okay, mit 40. 35 Punkte. Was heißt das für mich? Ist noch alles drin. Es kann auch alles passieren, ja. Also ich muss was reißen im zweiten Rennen. Und das seht ihr beim nächsten Mal, wenn es wieder als Let's Play Project Cars.